Unser Rhythmus hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Heute liegt das Eis im Frühjahr länger. Im Herbst friert es später. Früher sind wir bereits im November weitergewandert. Jetzt aber wandern wir erst Ende November oder Anfang Dezember. Wir verspäten uns. Dabei ist es wichtig, dass wir rechtzeitig auf das Festland gelangen, bevor der Winter einbricht. Im Mai ist es noch schlimmer und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Ende April regnet es viel, der Regen friert und es wird für unsere Rentiere schwierig, an Gras zu kommen. Sie versuchen mit den Hufen das Eis wegzugraben, das geht aber nicht. Auf der Suche nach Futter laufen sie dann auseinander. Zwei in die eine Richtung, zehn in die andere. Dann haben wir Schwierigkeiten, sie wieder einzufangen. Sie essen von Sträuchern, weil sie nicht an Gras kommen. Sie fressen alles auf und lassen nichts übrig. Alles wird kahl gefressen. Sie essen sogar die Seile, die wir zum Abgrenzen nehmen. Im Frühling wird es später warm. Normalerweise fangen die Rentiere an, die Jungen zu gebären, wenn sie den Boden unter dem Eis sehen. Jetzt müssen sie ihre Jungen auf dem Eis gebären. Das heißt, wir müssen nachts, wenn Frost ist, immer kontrollieren, dass die Jungen nicht auf dem Eis zur Welt kommen. Im November kommt das Eis später. Wir können erst später mit unserer Herde weiterziehen. Wenn wir uns nicht mehr auf dem Eis sehen, dann können wir nicht mehr.